Willkommen zurück hier zu Gothic 2 nach des Teleporters. Raben. Jetzt ist ja irgendwie so ganz schön dunkel hier, ne? Was mache ich denn hier? Ich wollte, genau, ach ja, richtig. Ich wollte den Magiern erzählen, dass Bloodwind tot ist und dass ich die Sklaven befreit habe. Mal schauen, wen das interessiert. Hey. Die wohl nicht. Hey, du. Das war keine große Sache. Den auch nicht? Hey. Moment. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich habe das Lass uns handeln. Rezept für Lou's Hammer. Und dafür brauche ich Zähne eines Sumpfhais. Habe ich die letztes Mal verkauft? Kann das sein? Das habe ich früher auch gemacht. Ich hoffe mal, das war nicht Fisk, an den ich nicht mehr rankomme. Aber ich glaube, es war der... Hey, du. Naja, egal. Erstmal hier. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ja. Ich rate dir. Okay. Adanos mög. Ja, okay. Und zwar habe ich ja das Rezept von Lou's Hammer, von Snuff gekriegt, für Lou's Hammer. So rum. Da will ich doch mal schauen, ob ich das hier nicht am Alchemietisch herstellen kann. Das war. Schnaps. Lou's Hammer. Zu wenige Rohstoffe, genau. Und für Lou's Hammer, habe ich denn den schon gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Weil hier, Snuff braucht Schnaps für seine Sauze, ne? Habe ich aber noch nicht abgehakt, Quest. Von daher denke ich mal, ich habe das noch nicht gemacht. Dann mache ich das mal eben. Ich brauche 2 Rüben und Sumpfkraut. Habe ich denn Rüben? Daran wird sich nie was ändern. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Moment. Sumpfkraut habe ich, glaube ich... Ach, verdammt, Sumpfkraut habe ich Fortuno gegeben, gell? Ach, Mist. Das habe ich verkackt. Tut mir leid. Okay, ich habe auch keine Rüben. Okay, vielleicht habe ich es ja schon gebraut. Na, was soll's. Von euch interessiert sich keiner dafür, oder? Dass ich hier... nein. Und du warst ja mit dem Teleporter. Hey. Nein, auch du hast nichts für mich. Nun denn. Gut, ich würde mal sagen, ich schnapp hier einfach mal so ein Bettchen. Ups, und ein bisschen geweihtes Wasser. Na, kann nicht schaden. Penn mal bis zum nächsten Morgen. Weil so die Dunkelheit, das geht ja irgendwie gar nicht, wenn er mich fragt. Das ist ja voll blöd. Nun denn, also, ich gehe mal nochmal zu den Piraten. Denn dort kann ich einerseits das Rezept für Lou's Hammer dem alten Brenner geben. Wie heißt der? Samuel, genau. Ah, Sumpfkraut. Was sagt's denn? Guck mal. Sumpfkraut. Siehste? Und schon habe ich zumindest wieder eine Zutat für Lou's Hammer. Und wenn nicht, kann ich es ja Fortuno. Ach nee, Blödsinn. Gar nicht. Ich darf sogar keinen Fall Fortuno geben. Ich muss ja nämlich den grünen Novizen herstellen und dafür brauche ich ja Sumpfkraut. Sumpfkraut und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Kann ich nachschauen. Ich glaube, Kronstöckel oder so war es, ne? Was war's denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, was ich da alles brauche und was ich schon habe, weil dann will ich das mal endlich in Angriff nehmen. Oder habe ich den schon? Nee, habe ich nicht. Geistige Irrwege. Ach so, ne, er braucht was Stärkeres, ne? Dann weiß ich auch nicht. Muss ihn nochmal fragen. Oder nochmal nachschauen. Das mache ich mal offscreen nach der Folge. Bevor ich euch hier langweile. Oh je, ich habe ja noch die Banditenrüstung an, aber das scheint die zumindest nicht zu bocken. Wahrscheinlich kennen sie mein Gesicht noch. Glück gehabt. Ja, Garrett! Alles klar? Gibt's was Neues? Ich hab was anderes jetzt, gehört. Wo Greg wieder da ist. Ah, nichts Neues. Zeig mir deine Ware. Hast du denn Zähne eines Sumpfhais? Ich wundere mich über gar nichts mehr. Nein, hast du nicht. Gut, dann skip. Hast du was Tolles zum Verticken? Ah, ich hab deinen Grog, stimmt. Wegen des Grogs. Hier hast du deine 20 Flaschen. Was denn? Umsonst? Naja.
Okay, ich werde sie dir bezahlen. Hast du vielleicht irgendwas Interessanteres als Gold? Was denn? Umsonst? Na, habe ich vor Jahren in einer stickigen Hafenkneipe beim Glücksspiel gewonnen. Der Kerl sagte damals, er sei magisch. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht willst du ihn statt dem Geld. Da war gerade ein Soundproblem. Er hat nochmal gesagt, was? Umsonst? Statt, ist doch alles nur ich hätte hier einen Ring für dich, einen magischen. Ich nehme mal den Ring. Gib mir den Ring. Hier hast du ihn. Ich bin ganz deiner Meinung. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Mausetot. Ich erzähl dir doch nichts Ach, Neues. Ach, die armen Teufel. Tja, hatte ich auch nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, nicht, falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Ja, er ist noch jung. Meinst du, mir geht es besser? Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Schön für dich. Die beiden sind tot. Wen interessiert sowas da noch? Rache hat noch keinen Piraten reich gemacht. Hauptsache, ich hab meinen Grog wieder. Das ist eine sehr pragmatische Ansicht. Die würde ich ja sogar beinahe teilen. Nun denn, hey, habe ich denn Bill schon erzählt von Angus und Hank? Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Diese verfluchten Mistkerle. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Ach, sieh mal einer an. Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Schon erledigt. Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Schon erledigt. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Ja. Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Was machst du jetzt? Ich mache erst mal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt. Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Ach, sind die so liebevoll hier. Warte mal. Was kannst du mir denn beibringen? Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein, sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Nee, lass mal. Taschendiebstahl ist nichts für mich. Ich bin ehrenwerter Magier. Deswegen trage ich ja ausschließlich hier eine Banditenrüstung. Ne? So ist es. So, Greg, ich weiß, was die Banditen tun. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es. Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Hey, ich habe zwei neue Ringe. Einen von Skip und einen von Greg. Da schaue ich doch glatt mal, was ich da hab. Von Laris ist Erkennungszeichen. Meins wird's nicht sein. Was trage ich denn gerade? Ich trage gerade zwei Ringe der Priester. Ring der Erleuchtung hatte ich vorher schon. Tja, Ring der Krieger und Ring der Unbezwingbarkeit. Oder Erzhaut. Zwei von den dreien. Wahrscheinlich die beiden. Habe ich gerade eben gekriegt. Ja. Wie sieht's denn aus, wenn ich hier den ablege und dafür den anziehe? Dann habe ich 85 Mana. Okay, damit habe ich immerhin noch 10 mehr. Ich hätte jetzt gedacht, dass... Ah, naja, gut, okay. Der Unterschied ist nur 5 Mana zwischen den beiden Ringen direkt. Und das Set-Bonus macht dann definitiv mehr als 5 aus. Nämlich 15, so wie es aussieht. Nun denn, ich habe ja ein Rezept für dich. Ich habe ein Rezept für dich. Oh, lass mal sehen. Was denn für ein Rezept? Es ist von Snuff. Das hört sich ja schrecklich an. Das muss ich sofort ausprobieren. Gib mir mal einen. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Ich hätte gerne einen Loose Hammer. Ich will Loose Hammer. Gutes Zeug, hau weg den Kram. Hau weg den Kram. So. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Dann habe ich immerhin den Loose Hammer schon mal erledigt. Das hier ist umsonst. Sumpfkraut kaufe ich mir mal. Davon kriege ich nämlich Erfahrung, wenn ich es einfach Fortuno bringe. Ansonsten, okay, nüscht. Vielen Dank. Dann wäre ich hier auch mal wieder fertig im Piratenlager, oder? Ich werfe nochmal einen Blick hier rein. Na okay, ich habe jetzt den Schnaps für Snuff.
Ich habe leider immer noch nicht das für Fortuno. Ich werfe da nochmal einen Blick in mein Inventar, was ich denn da... Ne, das ist es nicht. Der grüne Novize. Feldgitterich. Ja, genau, den habe ich ihm gegeben. Was war es denn, was er jetzt braucht? Ich weiß das gar nicht mehr. Was, der? Ne, der ist von den Banditen, ne? Genau, das ist vom Hehler. Mythensnotiz für Gorn. Gibt es hier eigentlich neue Besessene? Na, bisher noch nicht. Okay. Ansonsten sehe ich hier jetzt gerade auch nichts, was ich tun kann. Irgendwer hatte doch... Ich muss nochmal mit Fortuno reden, damit ich dem helfen kann. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das genau war. Das habe ich vergessen. Und im Questbuch steht es leider auch nicht drin. Im Tagebuch. Da muss ich ja nochmal einen Blick werfen. Aber immerhin, ich habe hier ein bisschen Erfahrung abgestaubt. Ich brauche noch knapp 2000 für die nächste Stufe. Dann habe ich endlich 100 Mana, so wie ich das vorhatte. Und dann kann ich mich endlich mal dran machen, wirklich neue Zauber zu lernen. Ich könnte ja nochmal schauen, ob es hier irgendwelche wilden Viecher gibt. Aber nee, eigentlich nicht, ne? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Außer halt im... in diesem Kanal, also in dieser Höhle, die hier den Canyon und den Sumpf verbindet. Da sind ganz viele Minecrawler drin. Und wenn ich es mir recht überlege, eigentlich könnte ich da reingehen und mich durchhacken. Ich meine, hey, warum nicht? Mal so ehrlich gesagt, warum nicht? Ich mache das jetzt mal. Ich hatte ja ursprünglich mir überlegt, dass ich mir das aufspare, damit ich mir irgendwann die Crawler-Platten schnappen kann. Mittlerweile weiß ich, die Minecrawler-Rüstung ist gar nicht mal so gut hier in Gothic 2. Und schon die nächste Magier-Rüstung, die ich kriege, ist besser. Von daher sehe ich jetzt nicht ganz ein, warum ich mir die aufsparen soll für nachher. Ich hole mir die jetzt einfach. Und da ich hier nicht bei den Banditen bin, kann ich mir auch erlauben, hier meine Feuermagier-Robe und die entsprechende Schärpe anzuziehen. Ey, so sehe ich doch schon viel besser aus, oder? Also mir gefalle ich definitiv besser so. So, da drüben ist noch dieses komische Gebäude von den Orks mit irgend so einem Feuerwesen drin. Da habe ich gerade nicht so Lust drauf. Das schaffe ich, glaube ich, immer noch nicht. Da muss ich dann doch noch ein bisschen stärker werden. Aber da oben komme ich definitiv rein. Ja, da bin ich zuversichtlich. Wie viel Mana habe ich? 75. Ich kann genau dreimal zaubern. Vielleicht sollte ich das so ein bisschen aufstocken, damit ich mir ein Licht machen kann. Ich könnte auch ein Licht machen und dann aufstocken. Ne, Moment, ich kann so oder so nur dreimal zaubern. Ich kann nicht viermal zaubern. Noch nicht. Sobald ich eine Stufe habe, kann ich viermal zaubern. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt definitiv nochmal leveln will. Oder, beziehungsweise, ich kann dann meine Ringe umswitchen, mehr aushalten. Und nach wie vor dreimal zaubern. Schauen wir mal. Ich werde jetzt hier erstmal mich durchhacken. So, so sieht es nämlich aus. Büstenratte, hey. Oh, guck mal, hier ist ein Kreuz und Dunkelpilze. Na, ich würde mal sagen, das hat sich schon gelohnt. Was haben wir denn hier alles Schönes? Keine Ahnung, ich hack mal. Ich hack mal vor mich hin. Ich hack mal das Spiel oder so. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Sehr schön, eine Steintafel, ein bisschen Schwefel, ein silberner Ring und das war's. Eine Halbpflanze. So, ich habe hier... Blödsinn, es war kein magischer Ring, ne? Nee. Es war eine Steintafel. Welche denn? Bogenschütze 2, die ganzen Einser außer Mana habe ich ja schon gelesen. Das waren 5 nach wie vor. Zweihandkampf. Ja, die nehme ich. Das ist es mir wert. Dann bin ich jetzt bei 49% für einen kritischen Treffer. Interessant. Die Sumpfratten bringen 120 Erfahrung. Nichts zu holen. Aber die Wüstenratten, die bringen nur 100 Erfahrung. Warum das wohl so ist? Keine Ahnung. Aber ich habe hier eine Anwendung für... Wo ist er denn? Da, Blauflieder. Nämlich 4 Stück hätte ich gerne, um Mana und Leben aufzufüllen. So, und von wegen Licht. Guck mal, hier drin ist ja hell. Brauche ich gar nicht. Wie praktisch. Aber Dunkelpilze hätte ich gerne. Oh ja.
Es gibt davon irgendwie knapp über, was war es, 500, 600? Also eine ganze Menge. Und die meisten, habe ich gelesen, ist tatsächlich hier. In Jakenda. Das heißt, es lohnt sich, wenn ich mich hier umschaue. Denn nirgendwo werde ich so viele Dunkelpilze finden wie hier, in dieser Welt. Und es sind irgendwie... Es ist nicht eine runde Zahl. Also es gibt schon ein paar... Ich kann mir erlauben, ein paar nicht zu finden. Oder es bleiben am Ende ein paar übrig. Also ich kann irgendwie so 20 oder so, kann ich mir, glaube ich, sparen. Die ich dann nicht brauche. Links, rechts, rechts, links, rechts. Hey, ich bin gut. Hat sich jetzt zwar nicht so wirklich gelohnt, aber immerhin keinen Dietrich verschwendet. Das soll es mir wert sein. Boah, so viele Pilze. Oder sind es keine Dunkelpilze? Weiß nicht, muss ich gleich mal gucken. Und mir scheint, ich müsste mich gleich auch mal eine Runde heilen. So, hier ist ein Dunkelpilz. Hier ist ein Dunkelpilz. Hier ist ein Dunkelpilz. Und hier drüben sind auch nochmal zwei, oder? So wie es aussieht. Ja, genau. Ist da noch einer? Ein Butterfleisch. Egal, nehme ich zum Heilen. Werde ich irgendwann mal futtern, wenn ich Lebensenergie brauche. Offscreen. Oder um halt das letzte bisschen aufzufüllen. So, Lederbeutel. Okay. Was war das erste? Ich habe mich drauf geachtet. Verdammt. Yay, 251 Dunkelpilze. Das heißt, ich habe nochmal 50, eine glatte 50 mehr und damit nochmal 5 Mana mehr. Von wegen Offscreen. Ich futter das Zeug jetzt einfach. Ist doch egal. Dann habe ich es weg. Siehst du mal, das reicht sogar fast, um mich komplett zu heilen. Wenn ich dann noch eine Wurst nehme und hinterher mit Eintopf spüle, dann bin ich sogar komplett geheilt. So, links, links, rechts, rechts. Na, links, links. Dreimal rechts. Dann links. Okay. Geweihtes Wasser. Was kann ich denn mit geweihtem Wasser machen? Ich habe vorhin schon geweihtes Wasser bei den Wassermagiern genommen, ne? Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Oh, hey. Oh mein Gott, ich bin so gut im Raten. Wie zum Henker tue ich das? Ich weiß es nicht. Ich bescheiße ich ja echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach nach Gefühl. Nun denn, bevor ich jetzt weiter nach hinten laufe, werde ich erstmal hier vorne mich wieder ein bisschen umschauen. Ich habe so das Gefühl, dass die Höhle wieder in diese Haupthöhle hier führt. Machen wir das mal. Okay. Der dritte Zauber war echt blöd. Nicht da ist Plünder. Nicht aber da ist nicht so. Ich glaube, das hat mir gerade den Arsch gerettet. So ein bisschen, ne? Hui, oh mein Gott. Oh, lecker Wanzenfleisch. Das mache ich mal eben leer, bevor mich noch jemand damit erwischt. Ist ja ganz schön eklig. So, wie viel Energie brauche ich? Ich brauche 220. Nun, jetzt brauche ich noch 200. Und 200 sind 4 hiervon. Und an Mana brauche ich 75, also so einen. Perfekt. Hey, eine Heilpflanze. Die wächst hier drin, hinter Dunkelheit. Nicht übel. Hey, noch eine. Meine Güte. Ja gut, hier wachsen ja auch diese ganzen Farben, ne? Ja gut, so dunkel ist ja eigentlich gar nicht. Wo kommt das eigentlich her? Ist das ein Canyon? Tatsächlich. Das ist ja gar keine richtige Höhle. Das ist ja zum Teil sogar offen nach oben. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Nun denn. Mein Trawler, komm mal her. Ja, ne? Das war einfach. 50 Mana und 80 Leben, das heißt 70. Und dann ein Brot, genau. Sehr schön. Ich mag es, wenn Dinge genau funktionieren und aufgehen. Moment. War ich hier? Habe ich hier schon abgecheckt, was es hier gibt? Nö, war ich nicht, aber es gibt ja auch nichts. Also nicht weiter schlimm. Und hier... ist auch nichts mehr. Da oben ist die Höhle. Ist der Eingang, wo ich reinkam. Gut, dann wäre ich hier soweit fertig. Minecrawler, komm mal her. Den mache ich noch.
Hä? Was? Ich schwöre, ich habe gerade nichts getan, um die Waffe wegzustecken. Das war... Wahrscheinlich war ich zu schnell bei der Eingabe. Und das Spiel hat sich irgendwie geschluckauft oder so. Keine Ahnung, was ist denn... Was ist denn die Passivform von Schluckauf? Oder von Aufstoßen? Nee, hey, was ist denn überhaupt das Verb zu Schluckauf? Was ist das Verb zu Schluckauf? Ich weiß es nicht. Follower Power, sagt mir, was ist das Verb zu Schluckauf? Und jetzt kommt mir nicht mit Aufstoßen. Das ist nämlich was anderes. Auch wenn es im Prinzip her von der Wortbedeutung her passen würde, weil man ja so stößt und hochgeht. Aber das ist was anderes. Nee. Was ist das Verb zu Schluck auf? Wie sagt man aktiv, jemand tut Schluck auf, ohne das Wort tun zu benutzen? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das hier ist die Höhle, in der ich vorhin drin war, die hier rausführt. Ja, das sieht so aus, ne? Genau. Das ist die Höhle mit den beiden Truhen. Und dann habe ich hier immerhin noch Pilz. Hey, den Pilz will ich. Ich will die 300 voll kriegen. Ich meine, es sind 500. Das heißt, die Hälfte hätte ich jetzt vom ganzen Spiel. Von Pilzen im ganzen Spiel. Und wie ihr seht, boah, hier gibt's einiges. Hey, einiges. Yo. Habe ich hier noch einen übersehen? Da ist keiner mehr. Da ist auch keiner mehr. Gut. Dann würde ich mal sagen, diese Linie, die ich hier gerade ablaufe, die habe ich gesichert in der Höhle. Ne? Hier drüben war ich auch schon. Und davor habe ich auch alles erforscht. Das heißt, das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist diese Truhe. Und dann dieser Gang. Und das würde ich mal sagen, mache ich beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und welcher Tote liegt denn hier vergraben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.